Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Stream von Chocobobo19 und mein Co-Moderator Suikunden-Fan. Hallo. Jo, hallo zusammen. Und wie ihr seht, heute mal gänzlich was anderes. Und zwar möchte ich euch das präsentieren, was wir eigentlich so offscreen zocken, wenn ich mal nicht aufnehme, ja. Wir zwei haben uns ganz darauf spezialisiert, ein paar Minions zu züchten und in den Kampf zu schicken bei Minion Masters, ja. Das Spiel fesselt eigentlich. Ja, zwischendurch habe ich mich zwar aufgeregt wegen Achievement-Verlust oder so. Ich bin ja Achievement-Hunter und deswegen, da war eine unfaire Sache dabei. Aber mittlerweile bin ich wieder voll in dem Spiel drinnen. Hab zwar nicht so viel Erfahrung wie Suikoden-Fan, ja. Aber macht nichts. Es macht Spaß, das Spiel. Das Spielprinzip ist eigentlich bekannt. Wenn ihr es seht, dann werdet ihr merken, dass es einem gewissen Handy-Game ähnelt, ja. Aber ja, lasst euch überraschen. Und ich werde ja mal einiges erklären, bevor wir da loslegen. Als erster laden wir mal meinen Kumpanen hier ein. Wir machen mal ein Spiel, einen Mannschaftskampf. Nein, wir starten keinen Mannschaftskampf, das ist gut. Ich lade ihn vorher mal ein. Das wäre überhaupt besser. So. Übrigens, wer Bock hat, einmal selber mitzuspielen, das Spiel ist kostenlos. Man kann zwar Content dazu kaufen, um ja bestimmte Karten zu bekommen oder Skins oder so. Weil, wenn ich den Shop jetzt herzeige, mit Echtgeld kann man sich eben Edelsteine kaufen und dann kriegt man Macht-Tokens, wo man dann per Zufall Karten zieht oder da hat sie dreimal diese mächtige Karte. Also, ich würde nicht sagen, es ist vollends Pay-to-Win, aber weil das meiste, was du dir kaufen kannst, sind eben Skins oder Zufallsobjekte. Ja. Also würde ich jetzt nicht 100% sagen, dass es Pay-to-Win ist. Und man kommt auch gut ohne den klar, weil ich habe dann nicht einmal einen Cent bis jetzt ausgegeben und habe auch schon ein ordentliches Arsenal an Karten, ja. Ich hab da schon ein bisschen was ausgegeben für das Spiel. Macht ja nichts, jeden das seine, macht ja nichts. Da kann ich mal testen mit den Machttokens, wo ich jetzt immer noch 50 habe, die man im Verlauf einer Season bekommt. Kann man nicht zum Beispiel einen ausgeben, kriegt man erstens einmal Scherben und zweitens dreht man sich auch eine Karte hier. Wenn man die schon mal hat, dann ja, erhöht sich die Stufe der Karte. Umso höher die Stufe, umso mehr Punkte kriegt man dann nach einem gewonnenen Match für den Season Pass dazu, wenn man diese Karte dann auch während des Matches verwendet. Ja. Wenn er in der Gilde ist, hat sowieso den Vorteil, dann extra Belohnungen freizuschalten. Übrigens, hast du in der Gilde schon aktiviert die Eroberung? Gildeneroberung? Warte, noch nicht. Nee, noch nicht. Na dann aktiviert er, wir haben eine neue Season und wenn wir Punkte kriegen, also bis zu 3 Niederlagen dürfen wir haben. Ab der 3. Niederlage ist unsere Eroberung für diese Season vorbei und wir können für die Gilde quasi keine Punkte mehr beisteuern. Wir werden halt schauen, dass wir jetzt eben so oft wie möglich gewinnen. Wahrscheinlich per Stream? Ja, es ist dann immer der Vorführeffekt, sage ich. Werden wir wahrscheinlich verlieren. Ja. So. Unser Held, ja, unser Held in der Mitte. Es gibt diese Meister zur Auswahl. Wir haben 3, 6. Wie viel haben wir? Ich kann nicht mehr zählen. 6, 12, 13 haben wir. Das ist der neueste hier. Es kommen sicher noch weitere dazu. Die mit dem Kreis da sind in der kostenlosen Rotation dabei. Das heißt, die kannst du nehmen. Ansonsten kann man sich einen Meister meistens dann kaufen mit Scherben oder Kristalle, also Rubine. Ja, wir nehmen, da haben wir zum Beispiel Avatar-Bild, das könnten wir auch einmal ändern, aber ich habe den Feuerball am liebsten, deswegen bleibt er dabei. Hier unsere Errungenschaften, die sind gerade jetzt nicht interessant, sag gerade ich. Wichtiger sind diese täglichen Aufträge, gewinne ein Spiel in unter 3 Minuten, das werden wir hoffentlich hinkriegen. Gewinne 5 Spiele mit kostenlosen Rotationsmeistern, deswegen nehme ich jetzt einen Rotationsmeister, einen kostenlosen. Und erreiche Vorteil 3 in einem Online-Spiel, das sollte auch machbar sein. Zusätzlich gibt es Sonderaufträge wie 300 verfluchte Diener spielen und 10 Spiele gewinnen. Kriegen wir zweimal Season Pass dazu, also 2 Stufen Season Pass, die ich auch gleich herzeigen werde. Es gibt den Freipass und es gibt natürlich... Apropos, wenn man sich den Season Pass kauft, kriegst du gleich am Anfang den neuen Drachen. Hast du den schon? Achso, du hast ja keine Rubine, ne? Nee, ich habe mir das nicht kaufen können. Aber ich hätte mir halt in echt kaufen können, theoretisch, aber... Ich habe mal den Drachen gesehen, der ist da stark, aber hat auch seine deutlichen Schwächen. Jede Karte hat seine deutlichen Schwächen. Die ist aber sehr, sehr enorm, diese Schwäche. Und was wäre das? Feuer? Einfrieren, dass den... Das friert quasi... Ja.
alle Monster, die du beschwörst, ein, dass die nicht kämpfen können. Und was, deine eigenen auch? Ja, meinen eigenen halt nur. Nur meinen eigenen. Solange der am Feld ist, oder was? Nee, solange der auf der Hand ist. Bis ich 35 Mana verbraucht habe, dann kann ich ihn rufen. Hä? Sobald er in deiner Hand ist und du beschwörst einen Diener, dann friert er ein und der taut nicht auf, oder was? Das kannst du ja mal kurz gucken. Geh auf Kampfpass und klicke im ersten Feld auf den Drachen drauf. Ja, wir können sich die Karten nämlich auch so anschauen, das zeige ich auch gleich mal her. So, entfrosten. Solange diese Karte in der Hand ist, da hat ein Diener, den du spielst, eingefroren. Eingefroren kann ich mir jetzt nicht extra anschauen, schade. Entferne Permafrost in Höhe der Mana-Kosten der gespielt. Du kannst diese Karte nicht spielen, solange sie Permafrost stapelt. Also eingefroren. Diener können sich nicht bewegen oder angreifen und nehmen 15% weniger Schaden. Okay, aber dafür haben sie... Alter Falter. Was ist das für ein Scheiß? Ja. Ist der so mächtig? Gut, der hat 1600 Leben dafür. Also dafür hat er ordentlich, okay. Ja, ist quasi einfacher zu rufen als der Drache, als der normale Drache. Aha. Ja, aber sollte er auch, weil du kannst der. Ja, aber es betrifft nur deine Diener. Wenn du denen einen Doppelkampf spielst, dann kann der andere ja noch seine Diener ausspielen. Oder sind da meine auch betroffen? Keine Ahnung, das weiß ich halt nicht. Müssten wir feststellen, wenn man die Karte vielleicht einmal zufällig. Oh, einer dann ist hier. Ich kenne das Yu-Gi-Oh! Kartenspiel und das Pokémon-Kartenspiel. Na, das. Nein, da. Ich meine jetzt eigentlich kein Kartenspiel, sondern eher mehr so ein Tower Defense Handygame Spiel. Aber ja, willkommen. Freut mich, dass du auch dabei bist, auch wenn es kein Professor Layton ist. Jo, hallo, Sally. Nicht traurig sein. Deine Zeit wird kommen wieder. Du wirst in den nächsten Rätseln und Aufgaben wieder glänzen, ja. So, das ist mein momentanes Deck da oben. Scheinbild. Kriegt man eine zufällige mystische Dienerkarte von der Hand des Gegners. Kann man halt Kopie nehmen. Deins haben wir Wurf. Ja, ihr werdet es sehen. Das ist ein Turm, das ist einer, der dreht sich im Kreis. Ein Feuerball habe ich dreimal drin. Man kann zweimal so Joker mitnehmen. Das heißt, eine Karte kann man bis zu dreimal, sofern sie die Stufe hat, im Deck mit einbauen. Und da ich eben der Feuerball-Spezialist bin und der wirklich toll einsetzbar ist, egal ob jetzt eine Massenhorde angerannt kommt und ich zerdepper die, oder ob ich meistens dann die Base des Gegners attackiere. Wurscht. So. Ja. Ich meine, der kann sie gerade noch nicht sehen, aber ja. Wird sie im Kampf in Aktion sehen. Richtig. Ich kann auch leider nicht umswitchen. Sorry. Gut, ja, jetzt haben wir genug geredet. Jetzt wird es mal Zeit, dass man. Jetzt wollte ich gerade sagen, meine Maus sieht man ja, ne? Aber ist ja klar, ne? Die Maus ist ja. Die sollte in dem Spiel dann doch dabei sein, ne? Irgendwie. Ja, passt. Ja, ich würde sagen, wir legen mal los mit dem ersten Fight, den wir wahrscheinlich gleich verlieren werden, weil wir ja. Gegneroberung aktiviert haben, ja, das ist das Problem. Die Gildeneroberung. Ich glaube, die haben wir letztens vergessen. Ja, also ich bleibe hauptsächlich bei dem Deck. Mir gefällt das. Ich werde es immer nur ausbessern, wenn wirklich eine Karte kommt, die ich vom Mana her verschmerzen kann und die ähnliche Effekte hat. Aber ansonsten. Ich wechsle das Deck so zwischendurch immer wieder aus. Ja, ja, kannst du, aber ich meine, das. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich. Ah ja. Ah, jetzt habe ich keinen kostenlosen Helden mit. Jetzt habe ich den Heiler mit. Und du hast natürlich die Drachenkönigin damit. So. Ich beschwere mal den hier. Der macht seinen Rundumschlag. Ich bin oben übrigens. Und unser Ziel ist es, dass unsere Minions quasi zur gegnerischen Base kommen und diese dann eben mit Damage befüllen. Die Leiste dieser Base seht ihr unten rechts vom Gegner, unten links von unserer, ne? Und ich merke gerade. Und kann noch einen Schlag ausführen? Ja, einen. Oh, du hast deinen Panzer rausgehauen. Okay. Ich hau mal den Turm raus. Ihr seht, der Turm, der bewegt sich natürlich nicht. Der ist eher mehr zum Defense da. Ja, ein bisschen Damage haben wir gemacht. Da könnte ich jetzt. Ja, passt schon. Da hätte ich jetzt einen Feuerball runterwerfen können, aber ja, habe ich mal erspart. Der Brocken, den ich da aktiviert habe, wenn der mal zur Base kommt, hat der Gegner quasi den Hintern offen, sage ich mal, weil der macht ordentlich Damage. Der kommt immer näher und ich glaube, hat er schon das Ziel erreicht?
Nein, noch nicht. Na, ich glaube, er kommt gerade nicht näher. Schade. Oh, der hat knapp überlebt. Okay. Wenn er dabei ist, kann man auch noch einen zweiten holen. Ah, meiner greift schon die Base an. Schaut mal, wie viel Damage der macht. 2149 und 1899 nur noch. Nee. Ah, der lenkt aber jetzt die ab, alle. Okay. Ja, der hat halt. Ja, ja. Anziehung. Quasi. Verspotten, ja. Also verspotten, ich sag halt Anziehung, aber macht nichts. Macht ja nichts. Ist wurscht. Die erledigen den sogar. Ja, da kommt deine Geheimwaffe gerade. Ja. Oh, die gegnerische Base nimmt Damage. Oh, wie sie Damage nimmt. Oh ja. So, heal deine dann, ne? Nicht vergessen. Ja, heal Power! Dein Satellit. Hau mal raus. Dein Satellit, hau mal raus. No. Dass du ihn einsetzen. Nein, einsetzen, wenn ein Kleinvieh kommt. Aber hat sie erledigt. So, gewinn ein Spiel in unter 3 Minuten. Haben wir schon erledigt. Nice. Ich spiele 200-300 verfluchte Diener, aber hab nicht wirklich. Okay. So. Töte 5 verfluchte Diener, okay. So, perfekt. Dann haben wir mal das hier und dann würde ich mal vorschlagen, wechseln wir mal zu einem kostenlosen. Was macht die Holde? Mal. Feuert ein Arkane-Schuss Gesalbe. Das Mindestlevel von Arkan-Golem ist nun 5. Ich weiß nicht, ob die so gut ist. Aber wurscht, wir nehmen es mit. Ich brauch das Geld. Nein, ich brauch den Sieg. Wenn du soweit bist, kannst du dann wieder starten. Ja, ich habe halt nur mal meine Boni für den Kampfpass abgeholt. Welche Stufe hast du schon wieder? Ich hab Stufe 7 gibt's halt. Ah, eh schon, okay. Ich habe jetzt Stufe 1. Ja, als Team, wie ihr seht, haben wir auch einen Rang rechts unten. Oh, wir haben sogar dieselbe Aufstellung, ne? Dieselbe Konstellation. So, wenn ich meinen Wolf als erstes spiele, wenn ich sonst nichts anderes beherrsche, wird er auch zum Wolf und verwandelt sich nicht in einen verfluchten Menschen. Hat auch einen Vorteil. So, jetzt machen wir ein bisschen Damage schon, ne? Okay, sie beschweren was ziemlich Großes gerade. Das kann halt wehtun ein bisschen. Na, es wird ein bisschen Aua machen. Ja. Okay, deine überlebt aber eh. Passt perfekt. Aua für den Gegner eher, ne? Ja, aber sowas von Aua. Gibt's da auch Cheater? Naja. Haben wir eigentlich Cheater? Nein, haben wir in dem Cheater haben noch keinen Hacker gesehen, oder? Cheater. In dem Sinn nicht, aber eigentlich, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ihr seht ja, jedes Team hat ja 2 Champions, ja? Manchmal erleben wir aber doch, also du kannst normalerweise nicht denselben Champion im gleichen Team verwenden. Manchmal haben wir aber schon erlebt, dass dies der Fall aber bei manchen war. Also weiß ich jetzt nicht, ob das gecheatet ist oder ob das irgendwie kaufbar wäre, ne? Das weiß ich nicht. Ah ja, was ganz wichtig ist, wir müssen schauen, dass die Brücken meistgehend blau sind, weil dann füllen sich links unten unsere Fähigkeiten. Wir sind schon Level 2 bei diesem blauen Kreis in der Mitte. Der Gegner hat erst Level 1,5. Und umso höher die Stufe, umso besser sind dann unsere Fähigkeiten, ne? Deswegen ist es auch von Vorteil, die Brücken wieder so schnell wie möglich blau zu machen. Rot bedeutet, der Gegner übernimmt. Gelb ist, glaube ich, das Neutrale und... Ja, blau sind wir, ne? So, da war der Feuerball eben gerade hilfreich. Okay. Der hat gerade knapp überlebt. Sehr knapp. Ja. Ihr seht,
meine Einheit oben wurde leider nicht zum Wolf, weil ich ja was anderes kontrolliere. Den Arkane da oben. Es schaut vielleicht einfach aus, aber es ist nicht einfach, das Spiel. Es gibt Gegner, die zerfetzen euch wortwörtlich, ja? Weil ja, die so gut sind. Aber wir sind auch nicht gerade schlecht. Wir sind keine Anfänger mehr. Obwohl man manchmal vielleicht so spielt, ne? Perfekt, ist auch erledigt. Oh, schaffst. Ah, warte, ich hau noch einen Feuerball hinterher und dann ist er erledigt. Ende Gelände! Oh, das war's. Und kein Schaden genommen. Wir haben noch voll 3000 Leben. Wirklich? Hammer? Ja. Erst da will ich gleich eine Season Pass Belohnung haben, hallo? The reward. Everyone get the reward. Oh, macht Tokens, leid. Geil, man kann zweimal drehen wieder. Bisschen Stufe Gold wieder, ne? Ja. Gold, Gold, Gold ist meine Lieblingsfarbe. So, drehen wir mal. Ah, oh, macht Tokens. Pay to win. Pay to win. Ja, pay to win, das ist es auch ein bisschen. Naja, nein. Wirklich. Wie gesagt, du kriegst da Machttokens und mit denen drehst du per Zufall. Ja, also wie gesagt, dann dreh ich mal am Rad. Der dreh mal am Rad, bevor ich am Rad drehe mit dir. Das ist. Tust du ja immer. Stimmt. Also so toll ist der Held gar nicht, die. Wie heißt die Olle? Milowin. Okay. Also ihr seht, ich kann sie mit 1500 Scherben kaufen oder mit 775 Rubinen. Die sind mir aber zu kostbar gerade. Aber ja, sie ist eben ein kostenloser Champ gerade in der Rotation. Aber deswegen, wir haben Drehen jetzt keine guten Sachen bekommen. Nur zwei grüne Karten. Ja, und welche? Ich schon hatte. Keine Ahnung, aber welche ich schon hatte auf jeden Fall. Ja, dann ist es nicht so wichtig, ne? Ja. So, wir haben leider immer noch keinen Vorteil 3 erreicht. Das heißt, wir brauchen alle drei Kreise. Eben, zweimal zu schnell waren wir. Wir brauchen dreimal den blauen. Aber ihr werdet sicher noch im Stream miterleben, wie wir von den Gegnern zerfetzt werden, ja? Also, mehr. Du bist doch herabgestuft am Anfang einer Season. Ui, der hat aber einen netten Skin, schau. Ah, der ist cool. Aber das Problem ist, wer den Diener spielt, spielt meistens Squad. Und Squads sind nervig, da sind sie schon. Besonders wenn am Ende die Masse ist. Apropos Squad, ich hab mir auch dieses Squad-Tunnel gekauft. Oh! Bewachtelt, besser gesagt. Wie schaut's aus, wenn du dir mal ein Squad-Deck machst, ne? Ja, könnte man auch. Ja, da muss man mit roher Gewalt durch, ne? Der Panzer, ja, der alles zerpflückt. Die Wut sei mit dir. Schnell healen! Du drückst manchmal zu spät. Das war aber knapp. Das war sehr knapp. So, um die Fliegenden kümmere ich mich. Ich musste warten, bis ich genug Mana habe. Achso. Komm, Fliegenden, greift an. Ja, greift an, zerstört euch selbst. So, da unten haben wir ein Problem gleich. Da hauen wir den Turm raus. So. Passt. Kein Damage bis jetzt, aber oben haben wir wieder ein Problem. Da ist auch eine Bombe dabei. Die explodiert aber eh gleich. So, da helfen wir mal damit ein bisschen. Ein bisschen Damage kassieren wir halt jetzt. Kann man manchmal nicht ändern. Na, das war nicht gut, Junge. Da ist ein Betäuber dabei, gell? Ah ja, ja, nicht. Und da kommt schon die Masse. Da kommt schon die Masse, klasse. Okay, wir haben es noch einmal geregelt. Wie schießt das mal auf die gegnerische Base? So, unbedingt die Brücken übernehmen. Der Gegner hat Level 2. Wir haben knapp Level 2 vorbei. Müssen aufpassen. Oben kann man Hilfe brauchen, schnell. Nice. Erledigt.
Dann hau ich auch den raus einmal. Was, jetzt haben wir... Also jetzt haben wir gedacht, wir haben drei Stück. So, unten brauchen wir mal den Drehding. Ja. Nice. Oh, der untere wird zerpflückt. Der wird zerpflückt. Scheiße, schon nicht schnell genug. Naja, egal. Naja, egal ist es nicht, ne? Irgendwie kommen wir nicht voran. So, wir haben gleich viel bei die Türme. Mach deine Heilung bereit, pass auf, gell? Oh, ich hab den Squid Panzer! Ich krieg ja zufällige Karten, ja, ne? Nee, das ist nicht zufällig, das ist eine Karte von der gegnerischen Hand. Ach so, stimmt ja. Entschuldige, da war ja was. Geil, der Squad Panzer ist jetzt ziemlich gut. Und wir haben Vorteil 3 erreicht. So, das haben wir wieder erledigt. Nice. Dedede. Husch, schau wie ich leuchte. Mein Stab leuchtet. Wow, 222 Punkte gerade bekommen. Ja, noch zwei Spiele gewinnen, dann habe ich meinen Frosthöhlen Quest erreicht. Cool. Ich hole mir gerade Belohnungen ab. Ich krieg Skelette. Wow. Scherben, ja, bringt Glück, warum nicht? Machttoken, yeah. Okay, ja, kann man nehmen. Gut. Ja, dann auf nächstes Match. Jo, auch in die nächste Runde. Ja, das Problem ist, zu zweit kann man hier eigentlich an und für sich nur diesen Modus machen, also gegen andere kämpfen. Neu hinzugekommen ist... Warte, da breche ich kurz einmal ab, entschuldige. Neu hinzugekommen ist ja der Abenteuermodus, den man momentan nur den einen hier zu zweit machen kann, was aber leider Rubine wieder kostet. Gratis wäre zum Beispiel der Einzelne, aber bringt ja nichts, ne? Ich weiß auch nicht, kann man das zu zweit machen? Ich glaube nicht. Das mit dem Chaos, kann man das nicht zu zweit machen auch? Ich probiere es einmal, warte. Beim Starten werden dein aktuelles Deck und dein aktueller Held für dieses Chaos festgelegt. Bist du sicher? Okay, fehlgeschlagen. Nicht angerichtetes Chaos, was? Interessant. Warte mal kurz. Okay, vielleicht geht's wirklich nicht, wenn wir gerade in der Gruppe sind. Kann natürlich sein. Okay. Na, macht nichts. Machen wir weiter. Machen wir weiter, immer heiter. Ja, diese Aufgabe hier... Na, eigentlich, Eroberung, Zyklus, Ende in 2 Tagen, wir haben 3 Siege, dabei noch keine Niederlage, ne? Also wir sind schon gut für die Gilde unterwegs. Es gibt natürlich auch bessere, ja, aber trotzdem, ich bin froh. No. Aimbot. Den denke ich mal, den brauche ich ja manchmal. Ja. Für Hacker, nein. Nein, ist hier legal. Bitte warten, wird geladen. Ich wollte eher was für Ego-Shooter und sowas. Ja, ja, ja. Für Shooter. This is Minion Master. This is Sparta. So. Sehr gut. Immer ganz wichtig, die Brücken so schnell wie möglich einnehmen. Weil unsere Anzeige steigt dann eher die als der der Gegner. Oh Gott, das wird was denn da für eine Masse. Mamma mia! Kommt die Masse da runter? Okay, die Masse kommt hier runter. Könnt Hilfe brauchen? Ah, da ist eine Heilerin dabei, okay. Das schaut nicht gut aus. Gibt's
Ja, wir nehmen aber ordentlich Damage schon. Das ist nicht gut. No. Das ist nicht gut. So, Brücke übernehmen, ganz wichtig. Du hast hier noch eine zweite Heilung. Halt die bereit. Halt die Heilung bereit. Na, jetzt noch nicht. Na, jetzt schon. Jetzt geht schon. Schieß! Was wartest du? So, jetzt unterstütze ich mit einem Feuerball. Obwohl, das geht noch. Okay, da sind die zwei Einheiten gleich zerstört worden. Nice. Ja, wir haben ein bisschen aufgeholt. Immerhin. So, weg damit. Oh, was haben wir denn da Schönes schon wieder? Oh, schau, was ich kopiert habe. Nice. Geiler Shot. Geiler Shot, Junge. Die gehen aneinander vorbei. Okay, der war auch gut. Aber leider wieder festgehalten gerade. Schade, macht nichts. So, da haben wir den noch raus. Ja, der ist erledigt. Unten haben wir wieder einen. Könnte ein bisschen kritisch werden. Nein, lass ihn, du böses Ding. So, wir haben bald wieder Stufe 3 erreicht, nice. Okay. So, ich helfe mal mit dem mit, vielleicht erledigt der den da oben. Das wäre nice. Ja, gut. Gut gemacht, Boy. Gut gemacht, Boy. Da kommt schon wieder was angedonnert. Oh, überlebt meiner da oben noch? Nein, glaube ich nicht. Schade. Oh, Geheimwaffe. Der Drache ist mit dir. Squad, mach den fertig! Jawohl, Squad Power! Schau, wie flink die sind, die Kleinen, ja? Oh oh. Oh oh. Das gefällt mir gar nicht, was da draußen ist. Das ist ein bisschen bitter gerade. Ein bisschen bitter. Wir kriegen voll eins auf den Löffel. Schnell, wir müssen verteidigen, verteidigen. Alter Falter. Da viel Verteidigung haben wir nicht mehr. Ja, das war's. Schade. Unser erster Lose. Yeah! Ja, da kommen noch viele, glaubt mir. Die Gegner werden immer besser. Spannender Kampf auf jeden Fall. Ja, und ihr seht, wegen Mannschaftskampf, also vorrangigen Mannschaftskampf, verlieren wir auch Punkte, wenn wir verlieren.
Also wir sollten nicht zu oft verlieren, ne? Das wäre halt gut. Glückwunsch, was? Was heißt Glückwunsch jetzt? Glückwunsch zum Los. Glückwunsch, Dankeschön. Ja, es war immer eine Ehre zu verlieren, ja. Das steigert die Motivation für kommende Matches. Glückwunsch, dass das Rätsel nicht lösen können. Dankeschön. Oh je. Genau. Es ist ja immer dieselbe Konstellation, die Gegner, was ist? We can do this, maybe. Oh Gottes Willen. Ja, der beschwert diese Sanduhr da, diese Lava-Sanduhr, beschwert auch ein paar Monsterchen jetzt. Sollte aber nicht so tragisch sein. Ja, eigentlich. Außer jetzt halt die vielen Spieler. Ja, die nerven ein bisschen. Die nerven extremst gerade. Nice. So, da steckt man halt ein bisschen. Oh Gottes Willen, was ist denn da oben schon wieder für eine Welle? Es wird immer schlimmer schon wieder. Ja. Die Spammer sind wieder da. Die Spammer sind da. Ich hab eine geile Karte, schau. Den Drachen. Die hat der Gegner also auch, ne? Okay. So wird Zeit, dass man die vernichten, die Sanduhr. Die nervt. Der Gegner hat schon Level 2. Wir noch nicht. Schlecht. Wir müssen die Brücken jetzt halten. Eindeutig. Unterstützung ist nahe. Passt. Perfekt. Perfekt. Das wird was. Kannst du noch healen? Ja, nice. Hast alle drei gehealt gleich. Super. Easy. 2 Minuten 12. New record in this season. No. Aber dein Schattenskin schaut auch gut aus, ja? Was du da hast. So, sollen wir einen anderen Rotation-Meister nehmen mal? Ja, da gibt's noch eben den König, blub blub blub, nein, den Kugelkönig da, sage ich jetzt einmal. Der kann zum Beispiel Tauschlist, was macht denn das nochmal? Tauscht die Position aller ein, Diener auf beiden Brücken und betäubt Feinde 4 Sekunden lang. Belohnungen abholen. Dann Wuthauch und Schilder und Ritterhauch. Beschwört einen Ritterhauch für jeden verbündeten Diener, der von Tauschlist betroffen ist. Ah. Okay. Das heißt, ab Stufe... Die haben die Fähigkeiten schon wieder geändert von dem Typen. Also ich glaube, das ist der, wo die Fähigkeiten am meisten geändert werden. Von dem, von dem König da. Von diesem Knubbelkönig. Ah. Weil... Wenn ich jetzt... Wenn unsere Diener zum Beispiel auf der Brücke ist und ich tausche die Positionen... Kriegen die einen Ritterhauch? Ich glaube, das ist Schild und Angriffsbonus. Nice. Ja, das werden wir ausnutzen dann. Aber dazu brauchen wir mal Level 3, ne? Das ist das Problem. No. Aber ich würde sagen, unsere Decks kombinieren sich recht gut, ja? Es gibt noch irgendwo ein, zwei Feinschliffe zum Absolvieren, aber... Es klappt meistens, ja, ne? No. Meistens sind wir gut dabei. Das auf alle Fälle. So. Na dann hauen wir mal raus. Den Wolf. Okay, da wurde schon gleich alles übernommen wieder. Verdammt.
Okay, ich lass den mal vorbeiziehen. Passt schon. Immer schön die Brücken einnehmen. Ah, ich hab den Aimbot. Süß. Die sind stark, eigentlich, ne? Achso, die hat er auch. Stimmt ja. Natürlich, 2 gegen 1 ist ein bisschen unfair, ne? Autsch. Unbedingt Brücke einnehmen, sonst haben wir ein Problem. Ich glaube, du solltest was sagen, wenn du das verwendest, ja. Das wäre gut. Ja. Wir mal einen Feuerball raus. Dann machen wir das so. Nice. Pass auf, ich tausche. Hat's aber leider auch nicht überlebt. Das sind Viecher, die Gegner. Das ist der Wahnsinn. So nervige Viecher. Okay, einer erledigt. Ja, wir kommen irgendwie nicht voran. Die sind fast auf Level 3 schon. Verdammt. Okay, wenigstens hat deiner sie erledigen können. So, Brücke übernehmen. Du kannst auch das Schild und das Ding verwenden, gell, was da liegt. Nimm die Wut, was da liegt, ja. Genau. Warte, pass auf. Ja, heil sie schnell. Warum hast du dich nochmal geheilt? Ich konnte dich nicht bewegen. Also. Ja. Oh je. Ah, die haben schon Stufe 3. Okay. Das schaut nicht gut aus, Leute. Überhaupt mit den Healer an der Seite ist der Drache quasi unverwundbar. Ja, das war's leider. Too much. Too much. Ja, der Nachteil von dem König ist halt, er greift halt nicht selber so ordnungsgemäß an. Das ist halt das, was mich ein bisschen stört. Aber macht er nichts. Oh, wir sind mit abgestuft worden. Nice. Naja, nice. So, ja, 2 Niederlagen haben wir schon. Bald können wir gar nichts mehr beitragen für die Gilde wieder mal. So, okay, ich nehme wieder die andere. Liegt jetzt eher daran, warum ich dieselben immer nehme, weil ich möchte die Aufgabe erledigt haben. Gold braucht man im Spiel auch.
Einmal im Tag gibt es im Shop etwas mit Gold zu kaufen. Das kann was richtig Gutes sein, ne? Deswegen, so. Oh je, das schaut auch nicht gut aus. Autsch. Ja, wurscht. Bisschen Damage. Zwar mehr Damage als was wir gemacht haben, aber macht nichts. Oh, da kommt ein Riesenbrocken gerade. Oh je. Okay. Nein. Ja, das hat wehgetan. Das tut jetzt auch weh, weil die machen ordentlich Damage, wenn die bei der Base sind. Und er schlägt sogar dreimal zu. Nein, fast. Okay. Fast dreimal. Wow. Oh, da ist sogar einer richtig gespawnt. Nice. So, die haben schon Level 2. Wir müssen aufpassen. Wir schaffen es jetzt gerade mal, die Brücken richtig einzunehmen. Ah, oh, verdammt, der hat mir gedacht, der läuft rein. Okay. Zu spät. Okay. Warum attackierst du nicht den, der was bei der Base steht? Hilf den Panzer doch! Auf was wartest du? Hilf gleich nochmal drauf! Ja, zu spät. Nicht vergessen, ja. Schnell unterstützen vorne, ja, genau. Ich komme mit einem Feuerball hinterher. Nice, das können wir schaffen. Ich hau einen zweiten Feuerball hinterher. Wir müssen oben aufpassen, oben. Ja, oben ist immer noch das Problem gerade. Noch zwei. Oh Gott, das will. Ja, das ist das Ende. Schade. Ja, schade. Hätte man noch schaffen können. 71 Punkte haben die nur gehabt, ja. Ich hatte die falschen Karten noch mal. Ja, ich auch. Ich habe leider keinen Feuerball gehabt. Dann wäre es Ende gewesen. Ja, es kommt auch manchmal auf ein bisschen Glück an, ne? Ah, Level Up. Mit dem 59. Achso. So, dann haben wir drei Niederlagen hinter uns. Ja, das heißt, wir können keine Punkte mehr. Keine Punkte mehr schicken, erst in zwei Tagen wieder. Ja, ich bin 2 Tagen wieder hier oben. Aber macht nichts. Wir spielen trotzdem weiter. Wie gesagt, Gegner werden nicht einfacher, werden immer schwerer, ne? Umso höher wir mit Level kommen, obwohl wir jetzt zweimal gesunken sind. Macht ja nichts. Das holen wir alles wieder auf. Gegner macht man halt Pro als Gegner. No. Ja. Nice. Der Kleine ist auch weg jetzt. Ah, oh, ich schau, dass ich mit noch. Ah, nein, das kann ich nicht stacken. Ich schieße meinen Feuerball rauf und hau da mal
Besseres. Er rennt genau zu unserer Base und stirbt. So, dann machen wir das hier. Das ist erledigt. Super. Ja, ich glaube, das schaut jetzt wieder ein bisschen besser aus gerade. Das schaut viel besser aus gerade. 1 Minute 14. 1 Minute 14. Oh, scheiße, ich hab den Titel nicht geändert. Oh, ich hab gewusst, ich hab was vergessen, ja. Sorry. Ja, ich bin Professor Layton, ich bin, ne? Ja, der extra winkt dir Professor Layton, ja. Verstehst du? Sorry. Und Belohnung abholen. Ja, ich kann's jetzt nachträglich noch ändern. Sorry. Ich sehe kein Problem. 25 Scherben und 175.000 Erfahrungspunkte. Schade. Kann ich eigentlich. Gibt's eigentlich das Spiel Minion Master auf Steam? Minion? Ja, Minion Masters, okay. Sorry. Nächstes Level 60 bekomme ich 52 Rubine. So, ich hab's jetzt geändert. 52 Rubine, okay. Freut mich. 250 auf Level 60. Und eben habe ich 1000 Gold bekommen, also nicht gerade viel. Ja, ich dreh mal am Rad eine Runde. Ja, ich dreh mit dir am Rad die ganze Zeit. Kann ich auch am Rad drehen, schauen wir mal. Was gibt's Schönes? Schon wieder die habe ich heute schon gehabt. So, dann drehe ich noch zweimal, weil ab dem fünften Mal drehen, seht ihr, ist der Machttoken mit Runen bedeckt und dadurch kriegt man dann eine bessere Karte. Mann, dann ist es meistens das Seltene. Na was? Dann kommt meistens nur blau oder so. Nein, legendäre auch. Legendäre auch. Boah. Ich habe jetzt unaufhaltsamer Stoß, drücke alle Gegner im Bereich zurück und verursache eine kleine Menge Schaden. Ja, ist jetzt nicht so. Toll, die Karte. Ja, das ist eine fremde Karte, wenn ich mich erinnere. Richtig, eine fremde Karte und eine seltene Karte. Aber wichtig sind auch die Scherben dafür. Weil die braucht man ja auch. Da habe ich jetzt 375. So, ich brauche noch einen Sieg mit der holden Dame. Dann haben wir's. Dann kann ich endlich mal andere Champions nehmen. Andere Champions. Masters! Master! I am hungry! Can I take a break? No. Let's go! You are here to fight. So, schnell die Brücke wieder einnehmen. Zack. Machen wir sie fertig. Oder sie uns. Ich bin Javana. Oder sie uns, ne? Okay, die Bombe war wirkungslos. Nice. Warte, ich unterstütze. Geht sich's aus? Nice. Beide haben überlebt sogar. Super, wir können. Ja, du kannst deinen Panzer raushauen. Nice. Ich unterstütze gleich mit einem Feuerball. Aber der bringt mir hier jetzt nichts. Wegen Schild. Ich warte noch kurz, was kommt. Den einen Minion lass jetzt laufen mal. Bei der Base. Der ist wurscht. Dann nehmen wir ein bisschen Damage in Kauf. So, den sollten wir aber jetzt schon aufhalten, den Minion. Aber der greift doch Gebäude an, aber leider zu spät platziert, ging nicht früher. Aber wir haben das Gröbste noch rausgerissen. Oh, da arbeitet man mit Feuerbällen, ich glaub's ja gar nicht. Der klaut dir deine Taktik. Glaube nicht. Ah, du hast eine Heilung wieder. Okay, dann. Was ist das für ein. Ah, okay. Den kenne ich auch schon, ja. Geil. Okay, hat aber noch nicht viel gebracht gerade. So. Da ist schon ein bisschen besser hier.
Autsch, Bombe. Oh, da ist was Kleines am Anmarsch. Da für die. Okay, du hast das schon erledigt. Passt. Okay, der überlebt doch sogar. Jetzt aber nicht mehr, danke. Ja, das Kleinvieh, die Fliegenden. Ja, schnell, die Fliegenden. Na, wegen deinen Schlängel. Der kann die nicht so schnell alle erledigen. That's the problem. Nice, der war gut, der Shot. Also der Raketen, also der Satellit ist auch nicht schlecht, gell? Das war eine gute Wahl, damals, den zu nehmen. So, ich habe 3 Feuerbälle, jetzt können wir unterstützen. Ab auf die Base! Zu spät. Kümmere dich um den Schlängler. Ja. Ah, der stirbt leider jetzt. No. Wurscht, egal. Ist so. Noch ist alles gut im Rennen. So. Der stirbt auch gleich, der Große. Das wäre wichtig. Ja, nice. So. Oh Gott, die Bombe hat gezogen. Verdammt, die Bombe hat... Okay, wir verlieren doch. Ja, wir kümmern uns nicht um die eigene Base. Ich weiß nicht, warum du da vorne spielst. Obwohl wir gerade so viel Fight hinten hatten. Na, hatte ich übersehen. Wie kann man das übersehen? Gottes Willen, Junge. Kauf dir eine Brille. Ich hab eine Brille. Ja, dann geht's am Augenarzt und hole höhere Dioptrienanzahl. Und wieder abgestuft. Nice, ja. Ja, das ist ein Hin und Her. Ein Hin und Her, das ist nicht schwer, kann ich nicht gebrauchen. Ja, wir sind bereit, irgendwie. Übrigens, man kann auch Emotes da reinschicken, so wie das hier. Was hast du angeklickt jetzt? Alt kannst du drücken und dann kannst du, wenn du dann kickst, dann kannst ich du... Ich weiß. Das ist für uns als Hinweis, ne? Ja. Wie kannst du theoretisch mir den Fight anzeigen oder so, ne? Mit der Sache. Unten könnte ich Hilfe brauchen, vielleicht. Oder nicht. Bam. Wieder abzieht. Oh, das war eine gute Heilung. Das war eine gute. Und der macht bei dem Großen sich jetzt auch viel Damage oben. Nice. Es läuft. Cool. Ja, oh ja. So, der Große ist erledigt. Der gibt jetzt Endgeist auf. So. Okay, wir haben wieder einen Angriff zusammen. Und die Brücke wird auch übernommen. Nice. Ah, der greift schon die Base an. Richtig geil. Der greift schon die Base an. Kannst du den oben healen? Nein. Gerade noch nicht. Wurscht, der interessiert sich gerade nicht dafür. Soll mich nicht stören. So gewinnen wir natürlich. Erledigt. Nice. So gefällt mir das. Jo.
Manchmal ist der Gegner auch hilflos. Ja. Ja, man kann Schlüssel sammeln und dann kriegt man auch was, aber das sind dann Peanuts-Belohnungen. Alle Schlüssel hatte ich noch nie. Ja, schon. Hatte schon mal alle. Ich weiß, Angeber. Ich bin gut. Nein, du spielst einfach zu oft, das ist das Problem. Das Problem? Weil du nichts zu. Dabei. Weil du nichts zu tun hast, deswegen. So. Doch, ich habe mir mal was zu tun. Wow. Ich bin so stolz auf dich, weißt du? So, jetzt wechseln wir mal zu einem anderen Gem und zwar die Schlange ist eigentlich auch nicht so schlecht. Finde ich. Entschuldige. Danke. So, ein paar Badges machen wir noch. Dann war's das. Für heute. Ja, sicher, alles ist eigentlich ein Glücksspiel. Egal was du spielst, auch ein RPG ist ein Glücksspiel. Mein ein Gegner macht nie den gleichen Damage. Er macht immer prozentualen Damage. Also von bis Damage macht ein Gegner meistens. Also in dem Sinne ist ein RPG auch ein Glücksspiel. Wenn man es so nimmt. Alles ein ist ein Glücksspiel. Aber nicht. Naja, schon. Du, wenn du an einen Gegner verreckst und du ihn noch einmal probierst, macht er sicher nicht den gleichen Damage wie vorher. Er macht manchmal 10 Damage weniger, die über Leben und Tod entscheiden können. So meine ich das, verstehst du? Wow, kannst du heilen? Nein. Power up da vorne. Jetzt ist zu spät. Manchmal reagierst du zu langsam, muss ich ehrlich sagen. Na, ich versuche möglichst keine Ahnung. Was? Versuch's ja. Du versuchst keine Ahnung, ich verstehe. Ich glaube, da braucht man Turmunterstützung, das geht sonst nicht. Ah, Heilung wäre nicht schlecht gewesen, ne? Für deine. Ja, hatte ich ja gar nicht. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, wäre nicht schlecht gewesen. So, das müssen wir deffen. Sehr gut. Ich habe ein Schutzschild aufgestellt, das ist die Spezialfähigkeit von der Schlange. Okay, wir machen wieder ein bisschen Druck. Das war's mit Druck. Ja, ich kann nur Feuerbälle werfen dabei. Gut, der Schlängler. Hielt den Schlängler schnell. Ich kümmere mich dabei mit einem Feuerball um das kleine Vieh. Teilweise. Kommt leider zu viel nach. Okay, wir haben aber ordentlich Damage gemacht. So, ein Feuerball in die Fresse des Gegners. So, wir müssen unten deffen auf alle Fälle. Aufpassen, ja. Nice. Das können wir schaffen, Junge. So, ich schicke mal da oben was Fliegendes los.
Und das haben wir erledigt. Oder? Nein. Der ist abgelenkt. Nein. Ich brauche einen Feuerball. Ich krieg keinen Feuerball gerade. Alter, wir können... Ach, die kriegen Leben zurück. Verdammt. Jetzt habe ich einen Feuerball. Jetzt reicht's mit deiner Einheit. Oder auch nicht. Nein! Das gibt's nicht! Wie viel Pech kann man haben? Jetzt habe ich einen Feuerball. Jetzt ist's aus. Alter, 4 vor... Hey, schau dir die Zeit an. 4-4-4. Alter, 30.000 Feuerbälle später hat es einmal geklappt. Ja. Ja, aber Hauptsache, es hat geklappt. Hauptsache. Yeah. Hast du schon 3 im Deck drinnen und doch wartest mal ewig, bis da mal einer kommt, ne? Feuerbälle habe ich keine. Ich habe nur die Heilbälle. Die reichen vollkommen, die sind genauso gut. Hast du die 3-mal drin, oder? Nee, 2-mal. 2 Hellbälle und 2 Scheinviecher da. Ah, okay. Das geht? Ja. Du kannst da nur 3 Tickets verteilen, wie geht denn das? Ich kann 2 verteilen, 2 Tickets kann ich verteilen. Ja, meine ich ja. Achso, ja. Entschuldige, ja. Dann gebe ich ein Ticket gebe ich auf Heilung, ein Ticket auf... Ja, passt schon. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldige. So, den haben wir gut abgewehrt. Nice. Brücke übernehmen, ganz wichtig wieder. Die haben nämlich schon wieder einen Vorteil, die Gegner. Ja, hau raus. Ja, ich muss nur warten, wenn es voll ist. Ich weiß. Lass einfach hau raus, ich mach. Ist. Halt die Heilung bereit, wenn es drauf ankommt dann. Noch brauchst du ja nicht. Jetzt aber. Sobald, schnell. Ja, der Fliege, der nervt ein bisschen, ne? So, der ist einmal weg. Nice, ordentlicher Damage. Ordentlich. Nice! Schon wieder 1,12. Wie vorher gerade. Also, wie vor 3 Matches, ne? Ja. Alter. Läuft bei uns. 190 Punkte, geil. Jo. Okay, das Match war zu kurz, um aufzuhören, ja. Müssen wir noch eins machen. Bonus von 52. Der Bonus. Welcher Bonus? Ich sprich gleich Parsel wie bei Harry Potter, ne? Yeah. Pascal! Schlange. Spiel den Panzer! Werf den Heilball! Okay, passt schon. Los geht's! Na, das würde ich am Anfang nicht machen dort. Ja gut, die haben gerade die Gems, die nicht so gut sind, aber... Ich hätte es am Anfang nicht gemacht. Ich hätte es wirklich gemacht, wenn andere Gems dort stehen. Okay, der unten stirbt sowieso gleich. Da braucht man nichts machen. Aber übernehmen sollte man was. Du hast gerade nichts, ne? Ich habe auch gerade nichts, leider. Und ich muss leider oben was spielen. Das ist wichtiger. Ja, wir können die spielen, so. Oh je. Der ist erledigt, der Schlängel. Der ist so nervig.
Nice. Ist auch erledigt. Okay, wir haben Level 2 schon, das ist sehr gut. Nice, ordentlicher Damage. Schau dir das an, Junge. Schau dir das an, wie das abfließt. Und noch ein Feuerball hinterher schmeißen gleich. Wow, das war guter Damage. Gut, der Schlängler soll ruhig näher kommen. Bis er attackiert, dann kann ich meinen Turm raushauen ohne Gefahr. Schnell Schutzschild. Hahaha. Pech gehabt. Pech gehabt. Okay, da haben wir oben schon wieder Massenschläge, aber dein Panzer wird das jetzt regeln. Nehme ich mal stark an. So. So, ich schicke dir Helden hinterher. Ich glaube, das war's. Nice. Applaus, Applaus für diesen Sieg. Den haben wir verdient. Oh, ein Match. Nein, ein Match muss ich noch gewinnen, weil dann habe ich die Aufgabe abgeschlossen. Das heißt, dann kriege ich 2 Kampfballstufen. Jetzt habe ich schon mal 2 Kampfballstufen. 211 verfluchte Diener spielen, dann kriege ich meinen nächsten Kampfball. Ja, ja, das brauche ich ja wahrscheinlich. Aber so lange spiele ich jetzt nicht. Das kannst du sicher sein. Man hat ja noch nicht lange Zeit damit. Eben, wir zocken ja wieder, du zockst sowieso alleine auch, also, ja. Ja, ich weiß nicht, ob Eilertan an diesem Spiel gefallen finden wird, ich weiß es nicht. Ist nicht so Iris? Ich glaube nicht, dass Iris, nee. Okay. Hätte ja sein können, vielleicht. So, ich kann es leider nicht abwehren. Ja, den wäre ich auch noch nicht ab. Den nächsten wäre ich ab. Mit meinem Turm. Auf alle Fälle. Ist wichtiger. So. Übrigens, wer sich wundert, also wer soweit überhaupt mitgekommen ist, weil für viele ist ja das vielleicht gänzlich neu, das Spiel. Der Wolf erscheint eigentlich nur, weil ich keine andere Einheit kontrolliere. Aber ich habe den Turm. Aber der Turm zählt nicht als Einheit, sondern eben als Turm. Ne? Also keine bewegliche Einheit wahrscheinlich. Okay, der Schlängler gibt den Geist auf Dom. Wir haben es schon fast erledigt wieder. Okay. Okay, muss aber trotzdem hier was draufhauen. Hat nicht viel gebracht. Gut, schade. Unsere Base, Junge. Unsere Base. Wir müssen auf unsere Base schauen. Oder du vernichtest den Gegner vorher schnell. Dabei. Ich halte dabei die Stellung dahin. Nice. Ja, gut gemacht. Der Fliegende wäre wichtig. Den hole ich mal. So, müssen die Stellung halten. Das geht sich aus. Ich habe gleich 2 Feuerbälle. Ja, du musst noch eine Raketensalve auf die Base feuern. Okay. Okay, hat sich erledigt. Nice. Alter, fast wieder Level up. So, jetzt holen wir sich die Belohnung ab. 2 Kampfpaarstufen mit Erfahrungspunkte und 25 Scherben. Wow. Besser ist nix. Jo. Ja, dann haben wir noch die Verfluchtdiener-Aufgabe, aber die machen wir heute nicht mehr fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch immer gefallen, was anderes zu sehen und ja, das nächste Mal wieder vielleicht was altbewährtes wie Professor Layton oder Professor Layton oder Professor Layton, ne? Schauen wir mal. Bitte? Also kann ich ja das Spiel verlassen quasi. Du kannst auch weiterspielen, ja. Mir ist es recht, ja. Wir können auch noch 1-2 Runden machen, wenn du willst.
Aber nicht mehr in diesem Stream, Leute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Sonst kommt noch ein Abschiedsliedchen, weil ich muss einmal den Knopf finden zum Abdrücken.